Hey yo Leute, Crymax hier und in diesem Video geht es um das wohl größte Easter Egg in GTA 5, nämlich um das Mount Chiliad und Jetpack Easter Egg. Ja Leute, dafür begeben wir uns hier zunächst einfach mal an diese Karte auf dem Mount Chiliad und diese Karte benötigt man ganz klar, um das Easter Egg zu lösen. So viel hat man auf jeden Fall schon mitbekommen und ja, täglich fragen sich Leute seit Beginn von GTA 5, wie man dieses Easter Egg lösen kann und wie man dementsprechend auch an das Jetpack kommen kann. Ich sage gleich zu Anfang des Videos, auch in diesem Video kann ich euch keine Lösung für dieses Easter Egg geben. Aber in diesem Video werde ich eine neue Info zu diesem Easter Egg raushauen und das Ganze bringt uns vielleicht viel näher an die Lösung von diesem Easter Egg und dementsprechend auch an das Jetpack. Starten wir zunächst mal damit, dass diese Karte hier oben auf dem Mount Chiliad nicht nur den Mount Chiliad darstellen soll, wie es zunächst aussieht, sondern die komplette GTA 5 Karte, da man mittlerweile gemerkt hat, dass mehrere Orte dafür benötigt werden, um das Jetpack zu bekommen oder zunächst mal um das Easter Egg zu lösen. Ein Ort für die Lösung dieses Easter Eggs ist mittlerweile schon bekannt und zwar das Observatorium, denn wenn man die Karte auf dem Mount Chiliad umdreht, dann kann man da eben einige Parallelen zu dem Observatorium sehen. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Wir drehen jetzt einfach mal die Karte von dem Mount Chiliad um und dann vergleichen wir das Ganze einfach mal mit dem Aussehen oder mit dem Aufbau des Observatoriums und da kann man eben echt einige Parallelen sehen. Ich werde euch das Ganze jetzt hier einfach auch mal einzeichnen und zwar kann man jetzt oben, also wenn man die Karte dreht, oben diese drei Felder sehen. Einmal das Ei, das Jetpack und das UFO und das Ganze passt einfach schon mal von diesen drei Wölbungen her zu dem Observatorium. Außerdem vom Aufbau her passt das Ganze sehr gut, da die beiden äußeren Kugeln eben miteinander verbunden sind, wie auch diese Kästchen auf dem Bild und eben in der Mitte diese Säule zu dem Auge. Also das Ganze passt vom Aufbau her wirklich ziemlich gut zu dieser Karte auf dem Mount Chiliad. Aber ich möchte jetzt in diesem Video gar nicht so sehr auf das Observatorium eingehen. Wenn euch das Ganze interessiert, dann werde ich euch auch mal ein Video dazu unten in der Videobeschreibung verlinken von meinem Kumpel Amix. Der hat das Ganze wirklich sehr genau und sehr gut erklärt, warum er denkt, dass man dann eben in dem Observatorium das Jetpack finden kann und an der Stelle auch noch, ich denke auch, dass man das dann später da auch finden kann. Aber in diesem Video möchte ich euch natürlich noch eine weitere Location zeigen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Ganze wirft einfach noch mehr Fragen auf, als wir davor hatten, weil es geht um die Maze Bank. Ja Leute, an der Maze Bank kann man da eben auch noch einige Parallelen dazu finden und zwar werde ich euch das Ganze einfach jetzt mal zeigen. Und zwar, wenn ihr euch zur Maze Bank an diesen Brunnen begebt, ja, dann werde ich euch jetzt hier einfach auch nochmal eine kleine Skizze einblenden und zwar, wenn ihr die Karte auch wieder dreht, einfach also spiegelt, dann könnt ihr da sehen, dass man dann eben an dem Brunnen genau die gleichen Linien sehen kann, wie auch auf der Karte. Also sind wirklich exakt die gleichen Linien und das Ganze passt einfach übelst gut, denn wenn man auch mal jetzt schaut, dann ist oben, also nach diesen Linien, über diesen Linien befindet sich das Ei und wenn man jetzt mal von oben auf diesen Brunnen drauf schaut, dann kann man dann eben auch diesen Riss in dieser Kugel drin sehen, also das Ganze ist auch dieses Ei, was dann wirklich von den Linien her auch ziemlich gut passt und ja, dann dahinter befindet sich dieser Turm, also dieser Maze Bank Turm und wenn man mal auf diese Abbildung schaut, dann kann man sehen, dass von diesem Ei aus wirklich eine gerade Linie zu diesem Auge hochgeht und damit denke ich, ist auf jeden Fall dieser Turm gemeint. Also das Ganze passt auch wirklich wieder eindeutig zu dieser Wandmalerei und das Ganze ist einfach echt richtig krass, wie viel Mühe sich da Rockstar Games gegeben hat, wie viel Liebe zum Detail, weil wirklich alles genau passt, Leute. Schaut euch das Ganze einfach mal bei der Maze Bank an. Diese ganzen Linien auf diesen Brunnen passen wirklich genau zu dieser Wandmalerei hin und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe wirklich wieder keine Ahnung. Wir sind wieder quasi bei Null, weil ich dachte jetzt mit diesem Video von Amix, das er gemacht hat, dass wir wieder so ein bisschen näher an dem Jetpack dran sind, aber irgendwie keine Ahnung, Leute. Es wirft meiner Meinung nach wieder mehr Fragen auf, weil ich denke auf jeden Fall, dass man bei dem Observatorium das Jetpack bekommen wird, weil schaut euch einfach mal das Video von Amix an, das Ganze passt einfach ziemlich gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was die Maze Bank damit jetzt zu tun hat, warum ist die Maze Bank mit diesem Auge verbunden, mit diesem allsehenden Auge über diesem Berg, ich habe keine Ahnung, Leute, vielleicht muss man dann eben auf die Maze Bank drauf gehen, um von da aus das Observatorium beobachten oder sowas, keine Ahnung, um das Easter Egg zu lösen, ich habe da schon einiges probiert, ich probiere heute schon den ganzen Tag rum, um irgendwie das Easter Egg zu lösen, ich habe mir da wirklich extrem viele Gedanken dazu gemacht. Und ja Leute, wie gesagt, tut mir leid, dass ich momentan auch keine Lösung zu diesem Easter Egg habe. Ich werde euch da natürlich umgehend darüber informieren, wenn ich dazu eine Lösung habe. Aber ohne Witz, Leute, schaut euch bitte einfach mal diese Wandmalerei an und dann diese Linien auf dem Brunnen. Das Ganze passt einfach so gut und dann auch noch mit diesem Riss auf dem Brunnen drauf. Das Ganze ist einfach, also ich denke, damit ist auf jeden Fall dieses Ei gemeint in der Mitte von dieser Wandmalerei. Und schaut euch das Ganze einfach mal persönlich an. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und tut mir bitte einen Gefallen und schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare, Leute. Warum denkt ihr, hat die Maze Bank jetzt auch noch etwas mit diesem Observatorium zu tun? Und ja, Leute, schreibt mir doch einfach mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr zu dem Easter Egg meint. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.